Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Prey Mooncrash, genau. Und das letzte Mal sind wir richtig schön mit der Joan Winslow entkommen. Und die Simulation hat sich zurückgesetzt, weil wir keine anderen Mitglieder mehr hatten, die wir spielen können. Die müssen wir nämlich erst freischalten, ganz schön. Jo, Alter, der hat schon eine fucking Schrotflinte am Anfang. Und die gar nichts? Was ist mit der los? Aber die hat auch jetzt nicht so ein krasses Kampagnenziel, wie es aussieht. Haben wir mit der das Kampagnenziel schon geschafft? Fluchtversuche. Fluchtkapsel. Und das Shuttle. Ja. Ja. Und dann halt mit diesen beiden entkommen und dann noch mit den anderen und in einem Durchlauf. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist im Pythias Labor das Psychoskop zu sammeln. Was wir mit ihm hier machen müssen, ist das Mimikportal zu betreten. Dadurch entkommen wir. Und das ist im Pythias Labor, wie ich hier gerade gesehen habe. Das würde ich mal sagen, bietet sich doch ganz gut an. Ja. Schließe 5 Scans einzigartiger Typhons ab. Ja, ne? Dann machen wir mal das. Würde ich sagen. Ist doch ein sehr guter Plan. Gut. Weiter. Holen wir uns irgendwas Schönes für ihn. Ach, das umfasst Verbesserungen. Aha. Aber wir haben ja jetzt auch echt viele Punkte, ne? Ich weiß aber noch nicht, wofür das hier ist. Holen wir uns mal die Pistole und ein bisschen Muni. Habe ich Nebenmissionen? Standen die hier irgendwo vielleicht? Nö. Joa. Ich würde sagen, mehr holen wir uns auch erstmal nicht. Hier noch vielleicht irgendwas? Komm, da holen wir uns das hier, was uns langsam heilt. Also nicht heilt, aber das Psi auflädt, weil das die Fähigkeit von ihm war zumindest echt krass. Und dann starten wir. Warte mal, Nebenaufträge, schockiere mit einer EMP einen Sicherheitsoperator via MP-Ladung. Kann ich mir noch eine holen, EMP? Oder soll ich die finden? Nö. Was natürlich jetzt wieder ist, das war ja so, dass Gegner und Items und Gegenstände generell alle schon gebraucht waren, wenn ich mit ihm entkomme und dann nächsten Spiel. Das ist jetzt natürlich wieder zurückgesetzt worden. Dafür vermute ich, haben wir jetzt auch das Problem, dass wir mit ihm schon die Sache haben, dass es immer schwieriger wird. Das war ja am Anfang noch nicht so. Das ist ja bei ihm dann easy gewesen. Von daher glaube ich, wird auch jetzt der erste Run schon schwer. Zumindest, wenn wir uns Zeit lassen. Dann würde ich mal sagen, ist der Plan jetzt, dass wir schnell zum Pythias-Labor rushen. Und da dann entkommen und die Sachen einsammeln, die es da gibt. Dann sollte ja alles cool sein, ne? So meine Vermutung. Ja, Beschädigungsstufe gibt's. Und erkundet es wenigstens auch alles. Also, wir sehen alles. Pythias Labor ist da oben. Wir waren vorhin in der Besatzungseinrichtung. Erreiche das Shuttle, ist meine Quest mit ihm. Ich will aber nicht. Hey, wieso ist das Shuttle meine Mission? Er kann auf jeden Fall auch Pilot freischalten. Ja, legen wir einfach mal los, würde ich sagen. Indem wir schnell eine Rohrzange nehmen. Zack. Waren hier schon Gegner? Nee, ne?
Hier aber dann. So. Ach, ich hätte mir noch mal notieren sollen, wen man suchen soll. Es gibt nämlich noch einen Typen, den wir hätten finden müssen für die eine Person. Dann hätten wir das schon mal machen können. Wieso ist der Strom hier überall aus? Hat dies etwas zu bedeuten? Auf jeden Fall ist der jetzt auch wieder da. Wow, Alter. Ich höre auch ein paar Phantoms. Du kannst dich verziehen, Mondteil. Wie komme ich denn da rüber gut? Wo muss ich hin? Da, oder? Ja, da muss ich hin. Yes. Easy. Da schwebt immer noch das Teil. Der sieht mich. Ja, komm, hau ab. Okay, wir haben Wartung benötigt für Hoverpads. Wir haben ihm gar keinen Damage gemacht. Können wir auch auf den rauf? Nein. 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 Er hat uns eher schön gehört. Ja, renn mal gegen den Felsen. Kein Ding. Okay, den erreichen wir gar nicht. Entnahme. Analysebericht. Sauerstoff, Silikon, Eisen, Aluminium, Magnesium, Spurenelemente. Hier müsste es ja eigentlich alles cool sein, solange wir nicht hier rauf gehen. So, das ist jetzt auch zugänglich, das ist doch schön. Na, den lassen wir mal. Brauchen ihn ja gerade nicht. Typhon-Material entdeckt. Oh ja, juckt mich nicht. Von da oben kommen wir rein. Oder auch hier. Ah ne, ist verschlossen. So. Moin du, moin du. Moin Sachen. Der ist auch kaputt. Kein Teil. Nee, ich kann den einfach nicht benutzen. Wie unfair. Wie unfair. So, da geht's dann rüber. Da gehen wir gleich hin. Aber wir gucken uns hier nochmal kurz um. Nach unten geht's. Aha. Da war doch die eine Kammer, wo wir nicht reinkamen. Wo ein bisschen Loot drin sein soll. Dann gucken wir da jetzt mal rein. Von der anderen Seite aus. Ach, natürlich ist sie abgeriegelt. Zuerst werden wir von Maduri Capua. Maduri. Sagt unser Tutorial irgendwas oder sagt es einfach nur, finde die Person? Ja. Maduri, merken wir uns. Maduri Capua. Mal gucken, ob ich es mir wirklich merke. Ich probiere es. Gibt es denn hier vielleicht irgendwas Spannendes? Maduri Capua, na, war ja sehr schwer. Okay, sie ist da durchgefallen. Medikit. Aha. Nee, ich dachte, es wäre Glühladung. Doch nicht aha.
Aha, Buch. Okay, kein Zettel. So, na dann gehen wir mal da rein, ne? In der Hoffnung, dass da irgendwas Cooles ist. Ich hoffe doch mal 10 Neuromods mindestens. Hallo? Oder eine Schrot, ist auch okay. Eine Glühknarre, das ist auch mal nicht schlecht. Da brauchen wir nicht diese komische Granate. Beantrage neuen Operator. Overcharge kann er uns nicht, oder? Ihr Anzug entspricht den Vorgaben. Dann machen Sie die Öffnung frei. Gut. Das Gluting kann uns schon mal ganz gut weiterhelfen. Damit kann man nämlich wesentlich besser sich irgendwo hochbauen, wie ich das zum Beispiel vorhin auch vorhatte. Oder das letzte Mal, eher gesagt, nicht vorher. Weil du einfach jetzt hier gegenschießen könntest und dann würde da dieser Kleber sein und da kannst du dann hochklettern. Ja, genau. Und du kannst Gegner damit einfrieren. Bist du sicher, dass du zum Pythias-Labor möchtest? Aber sicher doch. Da möchte ich hin. Wenn ein Charakter stirbt, musst du zu einem anderen Besatzungsmitglied wechseln, um ihn den laufenden Mondbasis zu... Was? Zu bleiben? Sobald... Okay, jetzt kann ich es nicht fertig lesen. Schade. Wegen dem Verleser. Na toll. Na toll. So, Kosmo-Aufträge. Bei kleineren medizinischen Notfällen. Wir haben alles gefunden, das ist doch schön. Ah, guck mal, die hat Feuerkraft ein bisschen krasser und effektive Reichweite. Die hat dafür ein größeres Magazin. Geil. Besuchen Sie bitte das Traumazentrum bei der Hauptlob. Ich denke mal, ich werde bei der Technikerin mal ein bisschen verbessern, dass die mit dem Knüppel gut ist, wenn ich die nächsten Neuromods finde. Shit. Och nö, da ist so ein Psychotyp. Der sieht mich schon irgendwo. Ich hoffe, ich muss da nicht rüber. Alter, wieso steht der da im Käfig? Ist das so ein krasser oder was? Eine Glück kennen. Die lasse ich mal hier liegen. Ich brauche ja nicht zwei. Droppen. Wieso ist das so komisch gemacht? Ich will die doch nur droppen. Danke. Die Muni nehme ich auch mal mit. Obwohl, ein bisschen lasse ich hier. So. 20 Schuss hier lassen, das wird wohl okay sein. Aber wieso ist hier kein Neuromod an diesem Gerät hier? Schade. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht. Na gut. Schon wieder so ein Nester. Wer sieht mich denn? Mensch, das ist aber ein Weiterwurf. Greift halt nicht den Stuhl an. Huh. Okay. Jetzt weiß ich, wer mich sieht. Der Poltergeist. Scheiß Poltergeist. Oh, oh, oh. Easy. So macht man den Poltergeist, indem man einfach random Energieangriffe macht. War hier nicht noch so einer? Ja.
Mann, jetzt geht doch alle kaputt hier. Das war doch schon mal einfacher mit euch, ne? Danke. Boah, wenn die wieder zurückkommen, das ist ja richtig ätzend. Die brauchen einfach so extrem lange. Waffenschrankschlüssel. Habe ich den denn schon gefunden? Nö. Da ist auf jeden Fall eine Sicherheitsstation, da will ich mal hin. Ist das hier? Ja. Shit. Drei können wir nicht entsperren. So. Ich hätte gehofft, dass da auch eine Bereichskarte ist, aber nö. Was ist diese? Der in der Psychotronik entwickelte Nullwellentransmitter strahlt einen Signalstoß aus, der kurzzeitig die Psi-Fähigkeiten desjenigen unterdrückt, der sich im Strahlenweg befindet. Okay, damit können wir wohl die Fähigkeiten von irgendwelchen besonderen Gegnern kontern, wie zum Beispiel diese Schock- oder Feuertypen. Oder ihm da. Ich scheue mich ja schon so ein bisschen denen zu begegnen. Steuermodul. Alter. Diese ganzen Nester. Dankeschön. Zack, zack, zack. So. Gleich geht die Bestätigungsstufe schon wieder hoch. Bestätigungsstufe, was war das denn? Beschädigung. Das muss doch mal sein. Ja, als ob ich das freisetze. Dr. Schwanholz. Öffnen. Dann lasse ich den und den frei, aber das bringt mir ja gar nichts. Alter, da hinten. Ist es nicht dieser Schrecken? Also im Hauptgame, da gibt es irgendwie so einen krassen Boss, der immer wieder kommt. Der verfolgt dann einfach. Den du gefühlt nicht fertig machen kannst. Achso, hier bin ich wieder. Und der ist halt mega stark. Moin, Nest. Ohoho. Hier, geh voran. Escape Pods. Ah. Muss aber nach ganz oben noch. Hierhin. Hierhin. Auf Ebene 4. Ich brauche eine Karte von der Gegend. Wo kriege ich das denn her? Weapons Research. Research. Da ist die Train Station. Da ist ein korrumpierter Roboter. Warte, ich musste doch einen mit irgendwas destroyen. Das war doch meine Mission. Ziele. Mit EMP. Habe ich denn sowas? Ich glaube nicht, oder? Nö. Ach, die Tür geht nicht mal auf. Schade. Was ist das denn? Eine fucking Kiste, die runterfällt wie nichts anderes. Boah, ey, diese Nester. Fenster auch noch. Achso, der Roboter. Gibt's hier die Map? Waffenkammertür. Was ist das denn? Jo.
Ein tonartiger Riegel mit wichtigen Nährstoffen. Hä? Achso. Ich dachte gerade, hä? Ein Waffenprototyp, der Psi-Interferenzen zur Beschädigung des Geistes verwendet. Alle Angriffe mit dem psychostatischen Messer verbrauchen Ausdauer. Der Distanzangriff darüber hinaus auch Psi. Nahkampfschaden 23. 10. Aber verbraucht weniger Ausdauer. Aha. Interessant. Schauen wir mal gleich. Jetzt fühle ich mich ja schon mal ein bisschen sicherer. Crazy. Tumor. Cut here. Ach, mit dem Ding sollten wir so Dinger rumsäbeln. Ich dachte gerade, das wäre so ein Typhon, aber die meinen wohl das Gehirn von dem Typen. Jetzt check ich's. Ja klar. Verbrennungstrauma. Ärztliche Hilfe empfohlen. Direkt ein Verbrennungstrauma bekommen? Nano. Vitalwerte kritisch. Was geht denn hier ab? Warum ist da jetzt Strom gekommen? Ach so, weil das Ding explodiert ist. Du willst dich doch verarschen, Spiel, ey. Hä? Der hat mich gerade ganz schön gut geheilt, der Riegel. Strahl. Ich brauche mehr Platz. So. Boah, ey, das musste jetzt echt passieren, ne? So eine Scheiße. Was wir aber auch machen können. Mit dem Glue-Teil bis hier reinzugehen. Oh. Carway. Ich hab Angst vor dem Teil. Wo liegt das Problem? Der Mimik, den Sie mir gebracht haben, mit dem stimmt was nicht. Ja. Er bewirft mich andauernd mit Schuhen. Ja, wollen Sie nicht weiterreden, währenddem ich loote? Wenigstens schöne Schuhe? Ich mein's ernst. Als ob er irgendwohin Löcher reinschlägt in ein Universum der Schuhe. Keine Ahnung. Was ich sagen will, mit entsprechenden Typhon-Fähigkeiten und einer starken Verbindung zum Beispiel zu einem Ort auf der Erde. Ja, genau. Ich glaube, dann könnte man eine Tür öffnen. Vielleicht sogar hindurchgehen. Das wäre eher so, als würde man durch einen winzigen Strohhalm gezogen. Okay. Ich glaube, ich könnte den Eindämmungsschild zum Stabilisieren des Mimics anpassen. Dafür bräuchten wir aber Rileys Erlaubnis. Und? Worauf warten Sie? Ich bin im Labor. Achtung! Heute gibt es eine ganz besondere Mitteilung von unserem CEO. Shit, Alter, ich komme da nicht rein. Hier spricht Alex Yu, CEO von Friendstar und Co-Direktor der Forschungsabteilung am Ort der Talos 1. Während ganz schön ich bitter hier alles. An Bord des größten technologischen Wunderstücks, das die Menschheit je hervorgebracht hat, wird mir bewusst, dass es diese aber Station schlecht. Ohne Alter, das Feuer, das macht mir alles Rüstung der Schwesteranlage auf dem Mond nicht geben würde. Nicht nur unsere Helium-3-Raffinerie, sondern auch all die spannende Forschung und Entwicklung ist für unsere Firma. Boah, Alter, ist hier gerade richtig kritisch alles. Daher möchte ich den Mitarbeitern, die auf der Mondbasis Pytheas großartige Arbeit leisten, meinen Dank aussprechen. Cool, bitte. Ich weiß halt echt nicht, wie ich hier gerade so richtig weiterkomme. Hier waren wir noch nicht, ne? Achso, nee, da ist ja der riesige Raum mit den ganzen Schauen Gegnern. Sie mit Stolz hinauf und denken Sie daran, dass wir mit Dankbarkeit hinunterkommen. Aha, hier komme ich hoch, gut. Wir brauchen dringend so einen Medic. Mimik Stufe 2.
Jetzt sag nicht, ich wollte gerade sagen, sag nicht, die Tür ist, geht nicht auf. Alter, das Ding ist cool. Stimmt, warum habe ich das nicht öfter benutzt? Nein, lass los! Mann, wieso braucht man denn mal ein Passwort? Yeah, Bereichskarte, endlich! Okay, hier ist anscheinend nichts Wichtiges. Also im Sinne von, wo wir durchkommen. Was sind das hier für zwei Ziele? Ach so. Okay, dann war das das Portal. Hecke des Arbeitsterminals, mit dem Mimik-Experiment gesteuert wird. Mit dem das Mimik-Experiment gesteuert wird. Wir müssen hacken lernen. Kann der das überhaupt? Stoffwechselboost, Psi-Experte. Wie soll ich das denn schaffen, ohne zu hacken? Ich soll das ja mit dem schaffen. Oh, hoppla. Erstmal schön gegen das Mikro schlagen. Also die Türsteuerung können wir ja reparieren mit so einem Kit. Aber hacken? Wüsste ich jetzt nicht. Muss ich gleich nochmal hingehen. Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Okay. Gut. Ah, ich habe so viel Zeug im Inventar. Wer braucht denn schon so ein Teil hier? Recyclerladung. Und eine kaputte Waffe. Hier ist nochmal Zeitschleifen-Shit. So. Ach, den ganzen Shit hier nicht. Ich benutze es eh nicht groß. Von daher. So. Zack. Ist hier noch irgendwas? Ein paar Cookies. Lass ich mal den ganzen anderen Crap liegen. Kann ich denn meine Verbrennung noch irgendwie anders heilen? Dermaweb Kunststofftransplantat. Habe ich wahrscheinlich nicht. Nö. Nö, nö. Was sind hier für Sounds schon wieder? Ach, moin. Warnung. Alter. Vitalwerte kritisch. Fucking Mimik. Ich hoffe, ich kann mich nur nicht mit meiner eigenen Druckwelle killen. Boah, ich habe viel zu wenig Leben mit dem. Kommt so ein Mimik an und macht mich instant weg. Das geht doch nicht. Gerinnungsgel. Gel, das Blutung stoppt. So. Wir können ja auch mal eigentlich hier den Knüppel wegwerfen. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Nehmen wir jetzt das coole Schwert. Mit dem wir übrigens auch Fernangriffe machen können. Ich gehe mal nach oben. Da müsste er irgendwo dann auf Stufe 4, wo wir noch nicht sind, diese tolle Sache sein. Rally you. Es wäre mal interessant, ob wir hier beginnen werden, aber höchstwahrscheinlich nicht. Haben wir schon dabei.
Anti-Rats. Okay. Ach, okay, hier geht's hoch. Und da werden wir dann das finden, um sie freizuschalten. Das ist doch schon mal schön. Dann haben wir das da auch schon mal geschafft. So. Also, hoffentlich, dass wir das jetzt so easy geschafft haben und nicht hier noch irgendwas passiert. Wissenschaftsoperator, kann der irgendwas tun? Was macht denn der? Ach so, der halt meinem Psi. Ja, ich würde aber lieber jemanden haben, der mein Dingens repariert, mein Leben. Reparier mein Leben. Okay, machen wir random Sounds. Hallo, you? Die ist tot? Hallo. T. Schau dir das Psychoskop mit Y an und markiere und scanne damit Gegner in der Nähe. Indem du Typhon scannst, entdeckst du neue Kräfte, die du durch das Installieren von Neuromods erwerben kannst. Benutze das Psychoskop, um getarnte Mimics, eingegrabene Mondhaie und unsichtbare Poltergeister aufzuspüren. Wenn du als Direktorin Riley U spielst, kannst du das Psychoskop per Neuromod verbessern. Ich vermute mal, dass es auch Teil ihrer Standardausrüstung ist. Aber wenn wir es jetzt schon mit ihm haben, dann soll ich es so auch ab und an einsetzen. Okay, ich kann auch damit ganz normal weiterspielen. Forschung abgeschlossen. Was auch immer mir das jetzt bringt, dass ich ihn freigeschaltet habe. Noch mehr Neuromods. Wir haben jetzt, glaube ich, ziemlich viele, ne? Wir sollten das hier auf jeden Fall machen, dann heilen wir uns besser. Antigravfels 1. Du manipulierst die Schwerkraft, um eine bis zu 7 Meter hohe Säule aus dem Boden gerichteter... Das klingt immer so komisch. Gerichtete Energie zu erzeugen, die 15 Sekunden lang anhält und Gegner fangen kann. Um eine bis zu 7 Meter hohe Säule aus nach oben... Ah, okay, jetzt check ich's. Wenn man schnell liest, dann ist das immer ein bisschen kritisch. Wir können uns auch nochmal Heilung holen. Okay, dann müssen wir jemanden scannen. Regenerierst sofort 10 Gesundheit, wenn du Schaden erleidest. 10 Gesundheit ist halt echt nicht so viel, ne? Dann wird es größer und stärker. Ich warte mal noch ab, was passiert. Vielleicht können wir das ja holen. Weil ich finde, die Fähigkeit ist schon ganz cool. Kann ich auch leicht einen Scan nehmen? Sehe ich sonst hier irgendwas? Nö. Na dann, hoppla, kann's ja weitergehen. Ist hier irgendwo ein Mimic? Okay, ich bin voll. Ich nehme mal lieber das Essen mit. Oh, 10 Gesundheit. Einen Schuss brauchen wir jetzt auch nicht. Noch mehr Water, noch mehr Water, Popstar. Ist das gut? 10 Gesundheit, der ist gut. Wieso habe ich 2 Knarren? Da sind wir nur noch Popstar irgendwo, oder? Habe ich mir das eingebildet. Café Karsk. Ah, hier. Wo geht's denn hier lang? Nirgends hin, wie es aussieht. Los, geh durch. Danke. Wo komme ich da hin?
Hier einfach, oder was? In den Kloraum. Ah, toll, ich kann es immer noch nicht sehen. Oder? Ne, doch, hier bin ich. Oder? Ja, okay. Molomot, very good. Pythias anmachen. Einfach mal alles lesen. Kann ich denn tote Typen... Okay, schade. Ja, ist ja gut. Mach weg das. Hallo, du wirst wegmachen. Scheiß Y klemmt. Bullshit. Terminal. Da kann ich nochmal hin, mal gucken, was da ist. Gegner, hallo? Wow, Mimikry 2 für die Direktoren. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Das wollte ich nicht. Habe ich ihn damit umgebracht gerade? Als ob das den hier nicht getroffen hat. Ach da. Da geht's schon zum Shuttle. You are here. So, so meinen sie das. Ach nee, das haben wir ja. Drei Neuronen zum Mülleimer, was ist das denn? Dann können wir das hier freischalten. Wen müssen wir denn hier für scannen? Steht nicht da, schade. Machen wir das mal. Und dann holen wir uns noch irgendwas anderes Schönes. Komm, wir machen mal hier das. Obwohl. Ah doch, okay, dann machen wir das hier einmal und einmal mehr Energie. So, das war eine Energie, richtig gut. Jetzt können wir nämlich kinetische Explosion 2. Aua. Hey, Rechtsklick ist doof. Das geht so schnell. Ach so. Wenn ich mich verletze, dann ist es eine passive. Okay. Aber muss ich nochmal angucken. Du regenerierst sofort bis zu 10 Gesundheit, wenn du Schaden erleidest. Also ich krieg Schaden und das kann sich dann sofort wieder regenerieren. Ich darf nur nicht mehr als 10 Schaden bekommen. Also wenn ich immer nur 10 Schaden bekomme, dann sterbe ich nie. Achtung, es folgt eine Sonderdurchsage unserer Stationsdirektorin. Hier spricht Direktorin Riley Yu. Ha, die ist tot. Wir testen bald die neuen Typhon-Türme. Okay. Na gut. Aber bleiben Sie trotzdem hinter dem Strahlenschutzschild, wenn die Durchsage kommt. Morgen mal bleibe ich, keine Sorge. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das hiermit erstmal wieder und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.